Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von dieser schönen Mütze, die weder mit Zu- oder Abnahmen gestrickt wurde. Meine Wolle ist etwa so dick wie 6-fach Sockenwolle und besteht aus 100% reiner Schurwolle. Ich stricke mit einer Nadelstärke Nummer 5 und nehme den Faden doppelt. Es werden insgesamt 92 Maschen angeschlagen, in Runden wird gearbeitet und zwar im Bündchenmuster, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Fortlaufend wiederholen, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. So lange, bis man insgesamt eine Höhe von 29 cm erreicht hat. Danach können wir den Faden großzügig abschneiden, ihn durch eine Nadel geben und mit dieser Nadel alle Maschen aufreihen. Danach den Faden fest anziehen und das verbleibende Loch in der Mitte zunähen. Immer über die gegenüberliegende Seite gehen und das Loch in der Mitte zunähen und den Faden sauber vernähen, wie auch den Anfangsfaden sauber vernähen. Und damit ist die hübsche und einfache Mütze auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.